Ja, in Vietnam mögen die Leute eben mit Motorrad fahren. Es ist solche kleinen Motorräder. Ja, und die mögen das gerne. Und die ganzen Straßen sind voll mit diesen Motorrädern. Die fahren eben gerne damit. Oder Fahrräder oder Motorräder. Also Autos kann man eigentlich seltener sehen als Motorräder bei denen. Ja, ich bin auch mal mit so einem ganz kleinen gefahren. So ganz kleiner. Und das fand ich schon sehr interessant. Weil in Deutschland bin ich nie damit gefahren. Aber dort, ja, hat auch Spaß gemacht, weil sonst kommt man eben nicht durch, weil da ganz schön voll ist der Verkehr und dann braucht man schon etwas, was klein und was überall durchkommt. Ja. Du darfst aber nicht vergessen, dann auch einen Helm zu tragen. Das ja, ist auch Vorschrift dort. Das stimmt schon, weil das ist ja auch gefährlich, weil da passiert ja oft was, irgendwelche kleinen Unfälle oder so. Und da ist es besser, wenn man schon gesichert ist. Ja. Man kann nie wissen, genau. Weil die fahren da wie die Verrückten. Naja,